Heute habe ich durch Zufall wieder mal ein altes Buch aus meinem Bücherregal gegriffen. Das mache ich manchmal und meistens sind dann auch Themen dabei, die mich gerade interessieren. Und so war es auch heute. Das Buch ist schon 11 Jahre alt. Ich habe es gelesen vor 5 Jahren und damals habe ich noch gedacht, nee, das ist also gar nichts. Das konnte ich gar nicht gut haben. Es machte mir Angst und ich konnte mit vielen Dingen gar nichts anfangen. Und als ich das ein Kapitel heute aufschlug, das heißt Turbulenzen und Herausforderungen, habe ich gedacht, genau, jetzt passt es. Und das Buch heißt Die neue Zeit ist jetzt. Wie gesagt, es ist von 2002, aber jetzt ist sie wirklich da. Das Buch hat geschrieben Barbara Fördisch und ist gechannelt von Sananda. Turbulenzen und Herausforderungen. Ich möchte mit euch über die Herausforderungen dieser Zeit sprechen. Ihr seid jetzt mit massiven Turbulenzen konfrontiert. Damit ihr in diesen Herausforderungen den Frieden, das Bewusstsein des einen Christus findet. Deine begrenzten Vorstellungen und die dir selbst geschaffenen Grenzen werden gesprengt. Alles, worauf du dich immer verlassen hast und woran du dich festhältst, wird herausgefordert, um dir die Begrenzung deiner Vorstellung von der Welt zu verdeutlichen. Das ist wunderbar. Denn so bist du aufgefordert, diese Grenzen zu verlassen, um die unendliche Freiheit des einen in allem zu finden. Es wird dir aufgezeigt, wo du dich an etwas klammerst und wo du dich und das Leben nach deinen Vorstellungen zu beeinflussen versuchst. Es wird dir gezeigt, wie begrenzt dein Horizont durch das Anhaften an deine Erwartungen ist. Vieles, was war, wird fortan nicht mehr so sein. Vieles, was über lange Zeit im Ungleichgewicht war, ohne Turbulenzen auszulösen, bricht jetzt hervor. Die Zeitqualität lässt keine Ungleichgewichte und Verstrickungen mehr zu. Den Spielraum, den es früher noch gab, gibt es heute nicht mehr. Jetzt geschieht alles massiver, direkter und schneller. Alles, was ausgesandt wird, kommt sofort und viel schneller auf den Punkt. Wenn du an alte Erfahrungen und Sichtweisen festhältst und Kontrolle über die Geschehnisse haben willst, wirst du Schmerz erfahren. Alles, was in deinem Leben im Ungleichgewicht ist, wird jetzt an die Oberfläche gespült. Das sind die Herausforderungen, die dich locken, damit sich ein Gleichgewicht finden kann. Oft geschehen auch Auseinandersetzungen mit anderen Menschen. Du gerätst in Situationen, die dich an deine Grenzen bringen. Das sind wahre Geschenke. Denn all diese Menschen und Situationen zeigen dir, wo du in Verstrickungen und Identifizierungen gefangen bist. Wenn du es wirklich ernst meinst und im Bewusstsein des einen Christus erwachen willst, dann sieh die extremen Herausforderungen dieser Zeit als ein Geschenk. Durch die größten Schwierigkeiten werden die Anhaftungen und auch die Kontrolle, die du über dein Leben zu haben scheinst, gesprengt. All dies sind Übungen für deine Meisterschaft, die Ewigkeit, den Frieden auch in den schwierigsten Situationen zu erkennen und zu finden. Du kannst dir sicher vorstellen, dass dazu alles von dir verlangt wird. Wenn du wahrhaftig frei sein willst, dann lade das, was dich an deine Grenzen bringt, ein, um diese zu überschreiten und dich der Unendlichkeit des Seins hinzugeben. Du brauchst nicht spezielle Übungen und Meditationen zu machen, um im Christusbewusstsein zu erwachen. Nein, die Meisterschaft liegt in der Bewältigung der Herausforderungen deines Lebens. Es ist die Erkenntnis des einen Christus hinter all den Begrenzungen und Erscheinungen. Du lässt dich in die Weite des Seins, in die Unendlichkeit fallen und findest den unendlichen Frieden inmitten aller Turbulenzen. Es sind Wellen, die kommen und gehen. Du kannst das Leben nicht unter deine Kontrolle bringen, auch wenn du dich noch so sehr bemühst. Um in diesen Turbulenzen nicht unterzugehen und zu verzweifeln, erkenne, dass sie kommen und gehen, während es etwas gibt, das immer still, ewig in Liebe und in Frieden ist, unabhängig davon, was geschieht. Wenn du auf eine Situation anspringst, sie verändern und in Bahnen lenken willst,
dann hast du bereits verloren. Du wirst so lange durchgeschleudert, bis du dich in deiner Hilflosigkeit dem All-Einen hingibst und erkennst, dass du die Geschehnisse des Lebens nicht beeinflussen und kontrollieren kannst. Es geht darum zu erkennen, dass dich nichts zerstören kann. Das, was du bist, ist unzerstörbar und ewig. Der innere Frieden, die unendliche Stille, ist nicht von äußerem Frieden abhängig. Auch in all den Herausforderungen ist immer nur der Frieden, die unendliche Liebe, die Freiheit des Seins. Erkenne das, was du bist, ist unabhängig von äußeren Geschehnissen. Du kannst das Leben nicht unter deine Kontrolle bringen und ihm deinen Stempel aufdrücken. Wenn du das willst, befindest du dich im Kampf. Du kämpfst den Kampf, das Leben deinen Erwartungen entsprechend verändern zu müssen. Du glaubst, nur dann glücklich zu sein, wenn dein Leben sich so entwickelt, wie du es dir vorstellst. So versuchst du das, was ist, in die Richtung zu lenken, die du für richtig erachtest und von der du dir Glück versprichst. Das ist hoffnungslos. Das Leben in seiner unendlichen Weisheit geschieht so, wie es geschehen soll. Sobald du versuchst, das, was ist, verändern zu wollen, erzeugst du Leid und befindest dich im Kampf. Du verlässt es gewahrsam der Vollkommenheit des jetzigen Moments. Du versuchst, die Situation so zu verändern, dass sie dann endlich richtig sind, so wie du sie erwartest. So hast du ein Ziel, durch das du deine Aufmerksamkeit in die Zukunft lenkst. Damit bist du wieder auf der Ebene der Zeit gefangen und verlässt das So-Sein im gegenwärtigen Moment. Du bist gefangen in Vergangenheit und Zukunft und glaubst, dass alles so, wie es ist, nicht vollkommen ist. Du kannst das Leben und auch die Menschen nicht nach deinen Vorstellungen formen, kontrollieren und manipulieren. Du kennst sicherlich Situationen, in denen du von anderen Menschen erwartet hast, dass sie sich anders verhalten sollen. Wie oft war es dir nicht möglich, sie zu verändern oder sie davon zu überzeugen, dass ein anderes Verhalten besser gewesen wäre? Gott sei Dank! Woher willst du wissen, dass ein anderes Verhalten besser gewesen wäre? Du stößt an deine Grenzen, verspürst Hilflosigkeit, wenn sie nicht das tun, was du erwartest. Manchmal glaubst du, dass es dir schlecht geht, weil sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Du glaubst sogar, dass es dir besser gehen würde, wenn sich der andere nur verändern würde. Und damit begibst du dich in eine Abhängigkeit. Du machst deinen inneren Frieden von dem Verhalten eines anderen Menschen abhängig. Du machst dich abhängig von deinen Vorstellungen, wie sich jemand anderes zu verhalten hätte. Ich sage dir, auch wenn sich jemand scheinbar im Ungleichgewicht befindet, so ist das genau das, was geschehen soll. Du hast kein Recht zu manipulieren. Es ist so, wie es ist. Finde den Frieden, auch wenn du und andere Menschen sich anders verhalten, als du es erwartest. So kann es Streit und Kritik, auch Situationen geben, die dich in stärkstem Maße herausfordern. Doch da ist immer der Frieden in und jenseits all dieser Geschehnisse. Lade die Herausforderungen und Momente der Hilflosigkeit ein, um durch sie die Meisterschaft zu erlangen. Wenn du dich nicht mehr gegen das Leben sträubst und nicht nur an der Oberfläche nach einem harmonischen Leben suchst, nimmst du das, was ist, an und findest den Frieden inmitten all der Turbulenzen. Momentan ist eine Zeit starker Sprengkraft. Was zu einem Zeitpunkt vereinbart wurde, ist im nächsten Moment schon überflüssig. Vieles, was du jetzt planst, sieht im nächsten Moment völlig anders aus. Vieles, was du jetzt erwartest, geht nicht in Erfüllung. Das ist die Herausforderung, in jedem Moment ganz neu zu sein. Das ist die Herausforderung, dich an nichts festzuhalten und dich nicht zu identifizieren. Die Zeit ist so schnell und turbulent, dass nichts, was zu gelten schien, im nächsten Moment noch gelten muss. Große Flexibilität ist gefragt. All die Gerüste der Erwartung, die du dir geschaffen hast, sind im nächsten Moment schon dazu herausgefordert zu sterben.
Die Geschehnisse dieser Zeit sind so schnell und intensiv, dass gerade wenn du alles unter Kontrolle haben willst und dich an einzelnen Dingen festhältst, die Hilflosigkeit und der Druck so groß werden, dass du gezwungen wirst, dich hinzugeben. Je stärker du an dem, was in der Vergangenheit noch galt, festhältst, desto größer ist der Schmerz. Ich sprach anfangs darüber, dass ich euch unterstützen möchte, eure Aufmerksamkeit und Energie in die Kraft des Jetzt, des Ich Bin, zu transportieren. Die Turbulenzen und Herausforderungen dieser Zeit geschehen, um euch in die Kraft des Ich Bin zu verhelfen. Damit werden eure Erwartungen und der Glaube an persönliche Kontrolle in Frage gestellt. Ihr werdet gezwungen, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Du wirst gezwungen, das, was gestern galt und du für morgen erwartest, über Bord zu werfen, um jetzt in diesem Moment Frieden und in innerer Stille zu sein. Wenn du jedoch an den Erfahrungen der Vergangenheit und den Erwartungen an die Zukunft haftest, wirst du in die Knie gezwungen. Du erfährst, dass du das, was gestern galt und für morgen erwartest, nicht erzwingen kannst. Die Erfahrungen der Vergangenheit und die Erwartungen an die Zukunft haben in der Kraft des Jetzt keine Wirkung. Da das Ich Bin, das Gewahrsam des All-Einen, sich immer mehr verankern will, müssen gleichzeitig die Auflösung von Kontrolle und das Ende unbewusster Manipulation geschehen. In der Kraft des Ich Bin ist die Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt. Du bist in tiefer Übereinstimmung mit dem, was geschehen soll. Du nimmst den Willen in voller Hingabe an, ohne Widerstand, ohne Trennung. Du hast in der Tiefe erkannt, dass es niemanden gibt, der das Leben kontrollieren und formen kann. Es ist die Hingabe an das größere Ganze. Je mehr du erfährst, dass sich das Leben nicht von deinen Vorstellungen und Erwartungen formen lässt, und je mehr du dadurch gedemütigt wirst, desto stärker wird das Bedürfnis, dich in voller Konsequenz dem Ganzen hinzugeben. Dann kann im Außen geschehen, was will, der innere Frieden, das Bewusstsein, in allem wird dich niemals mehr verlassen. Durch die beschleunigten, intensiven Geschehnisse seid ihr gezwungen, die Konzentration auf das Wesentliche zu lenken. Das bringt euch in die Kraft des Jetzt. Es ist wichtig, dass du nicht mehr zu viel planst und deine Aufmerksamkeit in die Zukunft lenkst, sondern dass du in der Spontanität des Seins bist. Das heißt nicht, dass es keine Pläne, Vorstellungen und Visionen der Zukunft mehr geben wird. Das heißt nur, dass du nicht mehr an ihnen festhältst und ihnen kein zu großes Gewicht gibst. Sieh sie dir nur als ein Spiel an, denn sobald du an ihnen festhältst und die Geschehnisse nicht so eintreten, wie du sie erwartest, gerätst du unter Druck. Du versuchst dem Leben deine Erwartungen aufzudrücken, obwohl das Leben doch etwas anderes mit dir vorhat. Sieh in deinen Wünschen und Plänen für die Zukunft nur eine mögliche Version. Über allem steht immer das So-Sein in jedem Moment, das Ich Bin. Achte darauf, wie oft du mit deinen Gedanken in die Zukunft reist. Wenn du dann auch Erwartungen und Gefühle daran knüpfst, halte inne. Öffne dich der Vollkommenheit des Moments. Natürlich ist es manchmal auch wichtig zu planen und Absprachen zu treffen. Alles, was ich hier in Worte forme, ist nicht absolut gemeint. Aber du bist sowohl in dem Moment, in dem du an Gedanken der Zukunft haftest, als auch dann, wenn sich deine Pläne und Erwartungen erfüllen, nicht in der Vollkommenheit des Ich Bin. Denn dann planst du schon das Neue, an dem du zukünftiges Glück erhoffst. Um in der Kraft des Ich Bin, des Christus in allem, zu erstrahlen, geht es darum, deine Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt zu transportieren. Es geht um die Erkenntnis der Vollkommenheit einer jeden Situation. Lass dich nicht durch deine Erwartungen an die Zukunft daran hindern, das Jetzt in seiner Vollkommenheit zu erkennen und zu leben. Das, was für die Zukunft gilt, gilt auch für die Vergangenheit. Viele Menschen können nicht in der Kraft des Ich Bin im gegenwärtigen Moment frei sein, weil sie zu sehr von der Vergangenheit beeinflusst sind.
Die meisten Menschen leben überwiegend in der Vergangenheit oder in der Zukunft, selten im Jetzt. In der Vergangenheit zu leben heißt, dort gefangen zu sein, nicht frei und offen für den gegenwärtigen Moment. Die Erfahrungen der Vergangenheit, an denen du haftest, beeinflussen den Moment. So wird dieser nie neu und wahrhaftig in seiner Vollkommenheit erfahren, denn er ist von der alten Sichtweisen und Erfahrung geprägt und wird durch sie vernebelt. Du wirst jetzt durch die Herausforderung der Zeit gezwungen, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und wahren Frieden jetzt, in diesem Moment zu finden. Jeder von euch hat einen begrenzten Horizont von Vorstellung und Erwartung. Sie sind geprägt von den Erfahrungen und der Vergangenheit, von deiner Struktur. Es erzeugt Enge, wenn du an diesen Erwartungen und Vorstellungen festhältst. Jetzt ist die Zeit, die Begrenzungen zu erkennen und Befreiung geschehen zu lassen. Jetzt ist die Zeit zu erkennen, dass das Anhaften an alten Erfahrungen und Erwartungen dir keinen wahren Frieden schenkt. Wirklich von Bedeutung ist nur, dass ich bin in diesem Moment. Wie etwas zu sein scheint, ob gut oder schlecht, das ist nur deine Bewertung. Das hat nichts mit dem zu tun, was in Wahrheit ist. Wenn du engstirnig bist und etwas als gut oder etwas anderes als schlecht bewertest, kannst du natürlich nicht die Vollkommenheit erkennen. Woher willst du wissen, dass die Geschehnisse, wie du sie erwartest, richtig wären? Woher willst du wissen, dass du nur auf eine bestimmte Art und Weise glücklich sein kannst? Ich sage dir, dass du all das nicht wissen kannst. Wenn du zu wissen glaubst, wie das Leben und die Menschen zu sein haben, ist das nur Besserwisserei und Unwissenheit. Das ist mangelndes Vertrauen in die Allmacht, in die Vollkommenheit, in allem, was ist. Freue dich, wenn wieder etwas geschieht, das deine Vorstellung und deine Kontrolle sprengt. Daran kannst du erkennen, dass du wieder die Vollkommenheit des All-Einen einschränken und nicht das Sein lassen willst, was durch den Christus in allem seinen Ausdruck finden möchte. Es ist nicht mehr die Zeit, an der Vergangenheit oder an der Zukunft zu haften. Die Auflösung alter Geschichten und Verstrickungen ist durch die Beschleunigung der Zeit und der Energien leichter geworden. Es ist auch nicht mehr notwendig, lange zu leiden und hart zu arbeiten, um alte Belastungen aufzulösen. Es ist die Zeit gekommen, dass sogar, wenn es sein soll, ein tiefer, ehrlicher Wunsch ausreichend sein kann, das Alte in der Erkenntnis der Vollkommenheit zu befreien. Warum willst du dich an der Vergangenheit und an der Zukunft festhalten? Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. All die Turbulenzen und Herausforderungen bringen und zwingen dich in die Kraft des Jetzt, denn nur im Bewusstsein des Ich Bin, in der Kraft des Jetzt, ist immer unendlicher Frieden. Da ist kein Leid. Nichts, was gestern galt, gilt heute, nichts, was morgen gilt, gilt jetzt. Mache dir das bewusst. Lass die Geschichten der Vergangenheit und auch die Erwartungen an die Zukunft. Öffne dich einzig und allein der Vollkommenheit dieses Moments. Wenn du nicht an deinen Gedanken und Gefühlen haftest, kannst du den Moment in seiner Vollkommenheit erkennen und ganz in ihm sein. Du vergleichst die Situationen nicht mehr, du hast keine Idee mehr davon, wie sie anders sein müsste. Du bist einfach. Du erstrahlst in der Vollkommenheit dieses Moments. Das ist das Erwachen in dem Christusbewusstsein. Das ist die Heimkehr, nach der du suchst. Es klingt vielleicht für dich profan, doch das Leben, jetzt, in der Vollkommenheit des Seins, inmitten der Herausforderung, ist das, was du suchst. Das ist weder von deiner Vergangenheit noch von deiner Zukunft abhängig. Da ist nichts von Interesse, was du getan hast, oder ob es Schuld gibt. Das ist alles beendet. Da ist es nicht von Bedeutung, wie viel Schmerz du dir und anderen zugefügt hast oder dir zugefügt wurde. Da ist nichts mehr von Bedeutung. Das ist vorbei. Wenn du wirklich ein Leben im Bewusstsein des einen Christus leben willst, dann geht es nicht um einzelne Glücksmomente, sondern darum, jeden einzelnen Moment in der Vollkommenheit des All-Einen zu leben. Und du solltest damit nicht erst in der Zukunft anfangen.
das genau jetzt, jeden Moment, in der Vollkommenheit des Alleinen erstrahlen. In der Zukunft ist sie nicht zu finden. Die Kraft des Ich Bin ist jetzt. Es geht nicht um das, was ich war oder ich werde sein. Es geht um das Ich Bin. Das ist nicht umsonst die Sprache des Jetzt und nicht die der Vergangenheit oder der Zukunft. Das macht Sinn. Das weist dich darauf hin, im Jetzt zu sein. Die Worte Ich Bin verdeutlichen auch, dass es um das Sein geht und nicht um das Tun oder um das Bezwecken. Schaue konkret dein Leben an. Wo bist du in den alten Geschichten gefangen? Wo beeinflussen dich deine Vorstellungen vom Leben? Wo haftest du an Erwartungen, wie du dein Leben und deine Mitmenschen zu sein haben? Was erwartest du von der Zukunft, damit du dich geliebt, anerkannt fühlen kannst? Nimm diese Fragen sehr ernst. Deine Antworten auf diese Fragen verdeutlichen, wo du gefangen bist. Das Anhaften an deine Erwartungen, Vorstellungen und Geschichten behindert dich, jetzt natürlich und frei in der Kraft des Ich Bin zu sein. Schau dir auch deine Erwartungen an, die du an deine Familie, deine Freunde und an die Menschen in deiner Arbeit stellst. Gib den Vorstellungen und Erwartungen nicht deine Energie. Sie können erscheinen. Das ist kein Problem. Das ist menschlich. Es ist in der menschlichen Information enthalten. Doch sieh, dass es nur Erwartungen und Vorstellungen sind. Messe nicht an ihnen den gegenwärtigen Moment. Sei ganz in diesem Moment, dann treten auch die Erwartungen in den Hintergrund. Dann bist du nur mit dem, was ist, und in der Vollkommenheit dieses Augenblicks. Wenn es in deinem Leben turbulent zugeht und vieles nicht mehr so geschieht, wie du es erwartest und du darunter leidest, dann frage dich, wo du die Vollkommenheit dieser Situation nicht erkennst. Wo kannst du die Vollkommenheit nicht erkennen, weil du das Leben verändern, manipulieren und formen willst? Wo glaubst du, dass dein innerer Frieden davon abhängig ist, dass sich das Leben so gestaltet, wie du es vorstellst? Das verhindert die Kraft des Ich Bin zu leben. Die Schwierigkeiten dieser Zeit sind dein großer Lehrer zum Erwachen im Christusbewusstsein. Sie zeigen dir, wo du verhaftet bist und nicht in der Vollkommenheit dieses Moments. Sie zeigen dir, wo du das, was ist, unter Kontrolle bringen willst. Sie fordern dich auf, zu erkennen, dass deine Erwartungen und Vorstellungen nicht von Bedeutung sind. Immer mehr wirst du herausgefordert sein, in der Geschwindigkeit der Veränderung von Moment zu Moment in Frieden und innerer Stille zu sein. Dadurch ergibt sich eine unendliche Freiheit. Du bist frei, weil du unabhängig von den äußeren Geschehnissen immer in Frieden und unendlicher Stille bist. Nichts kann dich dann wirklich bedrohen und zerstören. Du bist frei, weil du nichts mehr erfüllen musst, um geliebt zu sein. Es steht dir die ganze Palette menschlichen Ausdrucks zur Verfügung, weil du geschehen lässt, was geschehen will. Du erkennst, dass alles nicht in deiner Hand und in deiner Macht ist. Da ist eine wunderbare Freiheit, die dich ruft, die Identifizierung mit den Vorstellungen von dir und der Welt gehen zu lassen. Denn die Welt ist in sich neutral. Nur durch euren persönlichen Filter bekommt sie die Färbung von gut und schlecht, richtig oder falsch. Ansonsten wären die Dinge nur, wie sie sind, und du damit in Frieden und Liebe. Du bist nicht mehr davon abhängig, dass das, was du erwartest, eintreffen muss. Genauso wenig bist du davon abhängig, dass etwas, wie es war, und das, was du für gut befunden hast, bleiben muss. Nichts muss bleiben. Alles ist vollkommen. Alles ist willkommen. Es geht jetzt nur noch um das Sein in tiefer Stille und in innerem Frieden, das immerwährend und ewig ist. Wenn du in diesem ewigen Frieden gefunden hast, dann bist du nicht mehr abhängig davon, wie dein Leben sich gestaltet. Dann bist du nicht abhängig davon, wie andere Menschen sich dir gegenüber verhalten. Dann bist du nicht mehr abhängig davon, ob du scheinbar geliebt bist oder nicht. Dann bist du nicht mehr abhängig davon, was andere Menschen von dir denken. Dann bist du nicht mehr abhängig von Glück oder Unglück.
Dann bist du nicht mehr abhängig davon, dass alles so geschieht, wie du es erwartest. Dann findest du das ewige, stille Glück, das unabhängig von allem ist. Die Liebe des All-Einen ist unabhängig. Sie ist immer, ob es glückliche oder unglückliche Geschehnisse gibt. Sie ist immer, ob du zurückgewiesen oder abgelehnt wirst, ob du Anerkennung oder Liebe erhältst. Dann ist es nicht wichtig, ob du reich oder arm bist. Es ist in Ordnung, Milliardär zu sein, aber auch mit wenig Geld zu leben. Dann ist es nicht wahrlich von Bedeutung, ob du allein oder mit einem Partner lebst. Natürlich gibt es weiterhin Wünsche und Vorlieben, doch der Frieden ist gefunden. Nichts mehr, was du festhalten oder was du erhalten musst, damit du geborgen und geliebt in der Unendlichkeit des Seins bist. Kannst du die Freiheit spüren, die darin liegt, wenn du dich nicht an Gefühlen und Gedanken, Vorstellungen und Erwartungen festhältst und inmitten all der Herausforderungen in der Stille des All-Einen bist? Freue dich, wenn etwas geschieht, das deinen Erwartungen und Vorstellungen widerspricht und dich herausfordert. Das ist die Einladung zu erkennen, was jenseits deiner Erwartungen und jenseits der Turbulenzen ist, die unendliche Stille der Ewigkeit. Einige von euch wollen in diesem Leben die Meisterschaft des Lebens, das Erwachen im Christusbewusstsein, vollziehen. Dazu gibt es viele Herausforderungen. Aber wie, wenn nicht alles von dir gefordert wird, um letztendlich das zu finden? Wie willst du es finden? Gerade durch die Schwierigkeiten und Herausforderungen kannst du das finden, was immer unberührt bleibt, die Ewigkeit. Indem du an Grenzen stößt, beginnst du, nach ihr zu suchen. Es ist die Herausforderung, mit dem zu sein, was ist, um dir behilflich zu sein, dich von deinen Identifizierungen und Verstrickungen zu lösen und dich in dem einen Sein zu erkennen, möchte ich dir folgende Visualisierungsübung und Meditation geben. Sieh jetzt, wie deine Erwartungen und Vorstellungen über dich und dein Leben sich in einem Bündel, in einem Energiepaket sammeln. Alle Energien und Informationen der Identifizierung verlassen deinen Körper. Sie verlassen jede Zelle deines Seins und sammeln sich in diesem Bündel. Auch alle Geschichten der Vergangenheit und der Zukunft sammelst du hier. Alle Anhaftungen verlassen deinen Körper. Du hältst dieses Bündel mit der gesammelten Energie identifizierter Gedanken, Gefühle und Geschichten und Ziele in deinen Händen, vor dir. Du merkst, wie dein Körper in jeder Zelle deines Seins davon befreit wird. Wie mit jeder Anhaftung an Erwartungen und an Ziele, die deinen Körper verlässt. Die Energie des Jetzt, die Kraft des Ich Bin, vollkommen in deinen Körper strömt. Du nimmst jetzt wahr, wie alle Anhaftungen an Geschichten der Vergangenheit und der Zukunft aus deinem Körper gegangen sind. Du stellst dieses Bündel ab. Du befindest dich auf einem heiligen Berg. Du befindest dich auf der Spitze des heiligen Berges. Du gibst dieses Bündel an die Kraft des All-Einen, an die Allmacht Gottes ab. Du siehst, wie das geballte Licht, die Kraft, einen Strahl in unermesslicher Helligkeit in dieses Bündel sendet. Alle Anhaftungen an Gedanken und Gefühle, alle Verstrickungen und Illusionen verbrennen darin. Nun trittst du zur Seite, weit genug weg, um dir genau anzuschauen, wie all die Geschichten in der Vergangenheit, die Identifizierung mit einem Ego hier verbrennen. Es ist ein kleines Ritual. Innerhalb von einer Sekunde ist alles verbrannt.
Denn dieser Strahl, dieses Licht ist so kraftvoll, dass es augenblicklich alles verbrennt. Du siehst, wie dieses Bündel deiner Identifizierung, Anhaftung und Verstrickung verbrennt und sich auflöst. Da ist nur noch das eine Licht, die Gegenwart des Ich Bin, das Bewusstsein des Christus in allem. Jetzt trittst du selbst, deinen Körper, in den Strahl des höchsten göttlichen Bewusstseins, in die Kraft des Ich Bin, wobei sich diese Energie, dieser Strahl jetzt in einer Form und Intensität über dich ergießt, die für deinen Körper und dein Energiesystem angemessen ist. Du bist ganz erfüllt von der Gegenwart des Ich Bin, von dem einen Christusbewusstsein. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, keine Vorstellung und keine Erwartung, kein Wissen von und über etwas, nur unendliche Liebe. Da ist die Kraft, dass ich bin in dir, in jeder Zelle deines Seins. Vergangenheit und Zukunft haben sich aufgelöst. Die Kraft des Jetzt, das ich bin, erstrahlt in unendlichem Frieden, in der Liebe des Alleinen. Und so, inmitten der Turbulenzen und Herausforderungen deines Lebens, wirst du fortan in der Kraft des Ich Bin, in der Stille und dem Frieden des Alleinen erstrahlen. Du weißt, wer und was du in Wirklichkeit bist. Du wirst dich nicht mehr für deinen Körper und die Geschehnisse deines Lebens halten. Du wirst nicht mehr glauben, deinen und den Erwartungen anderer entsprechen zu müssen. Da ist fortan nur noch die Kraft des Ich Bin, des So-Seins in jedem Moment. Die Herausforderungen deines Lebens werden nicht enden. Du bist aber in dem inneren Frieden, dem Bewusstsein des Christus in allem gewahr. Es geht nicht darum, die Herausforderungen in einem harmonischen Brei umzuformen. Das wäre wieder Manipulation. Es geht um den Frieden, um die Stille inmitten all der Turbulenzen. Selbst extreme Herausforderungen werden dir nicht mehr schwierig erscheinen, denn aus der selbstverständlichen Kraft des Ich Bin wirst du den inneren Frieden nie mehr verlassen. Lade die Turbulenzen und Herausforderungen ein, um dich erkennen zu lassen, dass der Friede und die unendliche Stille immer in dir sind. Sehe sie als deine Meditation, als deine Lehrer zum Erwachen in der Kraft des Ich Bin an, indem sie deine Erwartungen sprengen und dich in die Hingabe an das Allmächtige führen. Die Bewältigung von Turbulenzen in solcher Geschwindigkeit ist dein Meisterstück, um das, was immer still, ewig und in Frieden ist, zu finden. Die Kraft des Ich Bin erstrahlt inmitten der Turbulenzen und durch sie. Mögen sie gesegnet sein, die Turbulenzen und Herausforderungen deines Lebens, um die Stille des Ich Bin in dir wachen zu lassen. So sei es.